Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Keepsake. So, nachdem wir in der letzten Folge mit dem Baum geredet haben, reden wir jetzt mal mit Zack. So, mein Kleiner. Lydia, du bist zurück und du lebst. Ich habe seltsame Geräusche von der Lichtung gehört. Bist du davongelaufen, als dich die Bestie gesehen hat? Viel besser. Ich habe mit ihr gesprochen. Du hast was? Du hast mit der Kreatur gesprochen? Ja, und sie hat mir die Heidenblume gegeben, die wir für den Trank brauchen. Echt? Das ist großartig. Er sagt nichts mehr. Oder besser gesagt, sie sagt nichts. All die Hinweise, verdammt. Du warst ja jedes Mal dabei, als wir die Hinweise gekriegt haben. Also sie verdächtigt ihn schon. Aber nicht so stark, wie sie sollte, wenn man so will. Und genau das verstehe ich nicht. Denn, ja, also sie hat an ihn gezweifelt und sie findet auch viele Sachen, die er sagt, seltsam. Aber... Warum merkt sie es nicht? Egal. Wir sind hier nicht, um über ihr mangelndes Deduktions... egal. Naja, lassen wir es. War die Schokare schon damals da? Und er hat Mustago die jetzt dahin gepackt. Die Kissen und so waren ja weg. So. Und ich bin immer noch davon überzeugt, dass die Eule auch ein verwandelter Schüler ist. Ich glaube immer noch Zack, dass. Ich glaube immer noch, dass Zack. Es an einem anderen Schüler getestet hat. Wollte ja nicht als erstes dran glauben. So. Oh. Diesen Kessel könnten wir beim Brauen des Trankes gebrauchen, aber er ist viel zu schwer für mich. Suchen wir einen kleineren, den ich tragen kann, oder einen in der Nähe einer Feuerstelle. Stimmt, ich wollte ja eigentlich den Kessel. Okay. So. Hervorrufen und reingehen. So. Ja. Manchmal, obwohl es leuchtet und man hinklickt, läuft sie nicht so weit. Gut, das ist klar. Wir haben alle Zutaten für den Formwandlertrank und eine Feuerstelle. Jetzt fehlt uns nur noch ein Kessel. Es muss doch einer in dieser Küche sein. Hast du einen gefunden? Nein. Ist wohl nicht unser Glückstag. Ich fasse es nicht, dass wir keinen dämlichen Kessel finden. Wenn wir deinen Trank brauen wollen, müssen wir den Kessel, den wir im Weinkeller gefunden haben, bis zu dieser Feuerstelle schaffen. Gut, kein Problem. Zum Glück wissen wir, wo der ist. Ich glaube, man wird es umkippen und dann ein bisschen rollen. Das
schon schief gehen. Und deshalb brauchen wir ja diesen Lift hier drüben. Zum Glück haben wir den noch nach unten gepackt. So. Ich dachte vielleicht, wir kriegen einen Zauber oder so. Hey, genau was wir zum Brauen des Trankes brauchen. Das ist natürlich ein Kessel. Aber wie bringen wir ihn den ganzen Weg bis hoch in die Küche? Wir müssen uns halt etwas anstrengen. Mein Gott, ist das Ding schwer! Echt? Was denn? Genau, das war ja auch der Plan. Aber es klang so, als hätte man ihn gezogen. Anstatt umzukippen, so dass er besser wie ein Fass gerollt werden kann. Ciao, Kessel. Mir kommt gerade etwas in den Sinn. Werkzeug haben wir verbraucht, aber ist immer noch da, das wieder. Okay. So. Und ab geht's. Der Kessel kann jetzt nach oben in die Speisekammer. Gut. Darauf drücken. Und wir selbst müssen den Umweg machen. Und aus genau dem Grund müssten wir... Ziehen wir den Kessel jetzt vom Lastenaufzug zur Feuerstelle. Ja, das wollte ich sagen. Und genau aus dem Grund muss man die Tür hier aufmachen, denn sonst kommt man ja nicht nach oben. So. Ich habe mich irgendwann mal gefragt, ja, wenn man so einfach da unten hinkommen kann, was gibt es dann für einen Sinn, die Tür aufzumachen mit diesem Code, mit diesem Rätsel? Und tja, jetzt wissen wir es. Denn anders kommt man sonst nicht hier hin. Also. Denn anders kriegt man das in den Kessel nicht hoch. Verdammt. So, hoch mit dir. So. Ich dachte, die würde die Tür gleich aufmachen. Aber... Die Eule haben wir schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ich dachte wirklich, die würde jetzt irgendwann mal auftauchen. So. Ich glaube, jeder Moment kommt sie. Oder erst, sobald wir den Trank gemacht haben, um uns zu warnen. Gott, es wird höchste Zeit! Ich hatte schon Angst, ich wäre nicht stark genug, ihn bis zur Feuerstelle zu schaffen. Moment. Ich hätte dir echt gerne geholfen, aber dieser Wolfskörper hat nun mal keine Hände. Vielen Dank. Wie hat sie es hier hochgekriegt? Da gibt es keine Rampe und so. Ah, egal. Endlich! Darauf habe ich schon viel zu lange gewartet. Ich werde zu einem mächtigen und furchterregenden Drachen werden, über den sich niemand mehr lustig machen wird. Ja. Du meinst, du wirst wieder zu einem Drachen werden? Ja. Ich meine, wieder zu einem Drachen werden. Genau das, was ich war, bevor diese Studenten mich in einen Wolf verwandelten. Ja, klar. Aha. Okay, was muss ich jetzt machen? Okay, koche die Almlockenblätter, bis das Wasser ihre Farbe angenommen hat.
Und dann füge die Schale der Nigilis-Frucht hinzu und entferne sorgfältig das Fruchtfleisch, bevor du sie in den Kessel wirfst. Mische dann schließlich die Blütenblätter der Heidenblume langsam in den Trank und sprich die folgende Formel. Formus infinitis haidea aeben locus nigilis tanestus. Na, scheint so, als wäre er fertig. Hahaha! Sobald ich ein Drache bin, zahle ich es diesen Studenten heim, die mich eingesperrt haben. Was? Ich hab's mir überlegt. Trink den Trank nicht. Das war keine gute Idee. Zack? Der Trank scheint nicht zu funktionieren. Du bist immer noch ein Wolf. Bist du okay? Zack, antworte mir. Ich hole besser etwas kaltes Wasser, um ihn aufzuwecken. Oh Gott, nein, nicht jetzt. Meine Tochter. Mutter, sprich nicht. Schone deine Kraft. Du brauchst all deine Energie, um deine Krankheit zu bekämpfen. Wir brauchen dich, Mutter. Ich bin einer der mächtigsten Zauberer dieses Kontinents. Ich habe Zugang zu dem gesammelten Wissen aus allen Zeitaltern. Und doch finde ich kein Heilmittel für den Menschen, der mir alles bedeutet. Waren all die Jahre, in denen ich mir mein Wissen erarbeitet habe, umsonst? Ich ertrage es nicht, sie leiden zu sehen. Nathaniel, Celeste ist... erschöpft. Bring sie auf ihr Zimmer. Sie braucht ein wenig Ruhe. Nein, Vater, kann ich nicht hier bei Mutter schlafen? Vater? Vater! Vor Mutters Tod warst du immer da, wenn jemand Hilfe brauchte, Vater. Celeste, ich bin hier! Antworte mir! Aber seit sie fort ist, scheint all deine Freude mit ihr gegangen zu sein. Seit jenem Tag hast du mich nicht mehr so angesehen, Vater. Warum? Meine arme Celeste, was ist dir nur zugestoßen? Was? Eine der Türen des Raums der Prüfungen? Zack, was ist während meiner Vision der Trank. Fast hätte ich vergessen, dass er in Ohnmacht fiel, nachdem er ihn getrunken hatte. Zack, wo bist... Hey, hallo, kleines Kätzchen. Was tust du denn hier so alleine hier draußen? Hast du dich auch verirrt? Weißt du eigentlich, dass du neben meinem Freund, dem Wolf, die einzige lebende Kreatur bist, die mir in der Akademie begegnet ist? Apropos Zack, ich mache mich besser auf, wenn ich sicher gehen will, dass ihm nichts zugestoßen ist. Naja, wenn du die Verwandlung in eine Katze nichts nennst, dann ist dein Wunsch in Erfüllung gegangen. Zack, wie... Oh Gott, der Trank hat nicht richtig funktioniert. Nein, hat er wohl nicht. Oh, das tut mir so leid. Ich hab dir doch gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man einen Zaubertrank macht. So wie es aussieht, kann ich dich doch nicht in den oberen Teil der Schule führen. Was machen wir jetzt? Ich will nicht auf ewig eine Katze bleiben. Wir müssen jemanden finden! Die einzige Möglichkeit, zur zweiten Prüfung zu gelangen, ist, auf das Dach und durch das zerbrochene Fenster in den Prüfungsraum zu klettern. Was? Bist du irre? Das würde heißen, über das Dach der Schule zu steigen. Ja. Yep. Und was ich zu der Vision sagen wollte, ist... Ja. Es kann einem verändern, wenn man eine geliebte Person verliert. Ich bin mir aber der Gedanke... Also, mir ist der Gedanke gekommen,
Vielleicht ist Celestes Mutter nicht tot. Vielleicht hat er... Nathanael? Ja. Die Mutter einfach im... Wie soll ich sagen? In Stein verwandelt oder so. Und sucht seitdem ununterbrochen nach einer Lösung. So, ununterbrochen nach einer Lösung, wie er sie heilen kann. Vielleicht ist er deshalb die ganze Zeit so mürrisch, will ich ihn nicht nennen, so abwesend, so feindselig, weil er die gesamte Zeit oder die gesamte Energie, die er hat, in die Rettung seiner Frau steckt. Und dadurch andere geliebte Menschen, ja, wegtreibt. Indem er alles, ja, als nächtig ansieht, alles unwichtig und somit auch seine Tochter halbwegs unwichtig ist. Oder zumindest, wenn sie, ja, Zuneigung und so, die, ja, Zuneigung will, dass er sich sagt, ja, sie braucht ihre Mutter, alles andere ist im Moment nicht wichtig. Spielen, das hat keinen Vorrang, das ist nicht wichtig. So in der Art, dass er, ja, und sie somit von sich, von sich stößt sozusagen, obwohl er eigentlich nur das Beste für seine Frau und somit auch für sie will, weil er in seiner guten Vorstellung denkt, das wäre das Beste für alle. Oder zumindest für seine Familie. Und merkt nicht, dass, ja, dadurch er alles verliert. Ich sage das jetzt nicht gern, Zack, aber vielleicht erreichen wir das zerbrochene Fenster im Raum der Prüfungen, wenn wir über dieses Dach klettern. Vielleicht, aber von uns kann keiner. Moment, du meinst doch nicht. Doch, in deiner Katzenform könntest du leicht dorthin gehen, da bin ich sicher. Nein, 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 ich klettere nicht auf ein Dach und riskiere dort mein Leben. Dann sitzen wir hier unten fest. Du wirst vielleicht nie wieder ein Drache, ein paar Menschenleben sind möglicherweise in Gefahr, aber gut. Warum findest du immer die richtigen Argumente? Wie kann ich jetzt noch Nein sagen, ohne mich schlecht zu fühlen? Ich versuche es, auch wenn ich bezweifle, dass ich es schaffe. Gib mir eine Minute, um meinen Mut zusammenzunehmen. Ich bin sicher, du machst das großartig, Zack. Versprich mir, dass du, wenn ich falle, den anderen sagst, dass ich alles gegeben habe. Ich versprech's. Ich warte im Raum der Prüfungen. Wir sehen uns dort. Ernsthaft? Ah. Sieh nicht runter, Zack. Schau einfach geradeaus. Vergiss einfach, dass unter dir nichts ist. Und Vögel, ich sollte mir einen schnappen. Das wird ein Fest. Was habe ich da gedacht? Dieser verdammte Katzenkörper beeinflusst meinen Verstand. Boah, herrlich, ein Drache. Wenn ich ein echter Drache wäre, hätte ich keine Höhenangst. Wahrscheinlich hätte ich sogar vor überhaupt nichts Angst. Das ist viel zu hoch für mich. Ich kann nicht weiter. Naja, wenigstens habe ich es versucht. Zack, du darfst Lydia nicht enttäuschen. Sie hat so viel für dich getan. Du musst es tun, damit wir herausfinden, was wirklich in der Akademie vor sich geht. Komm jetzt, Zack. Sei einmal in deinem Leben tapfer. Du schaffst es. Du bist... Wow. Ja, da. Nicht nach unten gucken. Nicht nach unten gucken. Er ist jetzt schon so lange weg. Wo ist er? Ich könnte es mir nicht verzeihen, wenn ihm etwas zugestoßen wäre. Vielleicht ist er gestürzt. Oh nein, was, wenn er abgestürzt ist und... Zack, das ist nicht lustig. Du hättest dein Gesicht sehen sollen.
Ich weiß, das war gemein, aber nachdem ich über das Dach geklettert bin, kann ich etwas Spaß gebrauchen. Tu das nie wieder. Ich habe mir echt Sorgen gemacht. Ich habe meine Höhenangst überwunden, aber es war natürlich nicht leicht. Aber ich dachte, das bin ich dir schuldig, nach allem, was du für mich getan hast. Und jetzt mal sehen, ob wir die Brücke bewegen können. Was ich mir immer gefragt habe, ist, wie macht man das normalerweise? Ich versuche den Hebel zu ziehen. Soll mal etwas suchen, ich sehe mich hier um. Ah, Zack, du bist dran. Ja, wir ziehen den Hebel. Okay, verstehe. So, Lydia, Hebel ziehen, bitte. So, Hebel ziehen, dann kommt Zack. Er muss rübergehen und dann dort den Hebel ziehen. Und das geht so, wie es jetzt war. Es war damals ja so, wie es jetzt gerade war. Wir haben damals den Hebel gezogen. So, damit Zack hier rüber spazieren kann. Und hier den Hebel ziehen kann. Und jetzt geht das nach unten. Ja. So. Gut, Lydia soll etwas machen. Das ich gerade sehe, ist, wenn ich das hier mache, was passiert dann? Ja, und den Hebel können wir nicht nochmal drücken, oder? Es passiert nichts, oder? Dieser Hebel bewirkt gar nichts. Habe ich mir gedacht. Sonst wäre es ja kein Rätsel. So. Schauen wir uns ein bisschen mal um. Die Frage ist, muss Zack mitkommen? Ich kann nicht einfach hier runtergehen. Wenn sie das jetzt zieht, ja, geht das nach unten, oder? Moment, das haben wir gleich. Kurze Überlegungen.
So. Gut. Und Hebel bewegen. Nochmal bewege, passiert nichts, oder? Nein. Dieser Hebel. Ja. Dieser Hebel bewirkt. Ja. Ich dachte, vielleicht kommt man zur Auswahl. So. Wenn ich den Hebel jetzt nochmal probiere, passiert nichts, oder? Nee, warte. Ich könnte zweimal mit Zack. Ja. Zum Glück haben wir das gemerkt. Bis jetzt, jedes Mal, wenn wir zweimal machen wollten, kam es ja zum Vorfall, dass es nicht ging. Dann war es ja eigentlich einfach. Verdammt, das Spiel ist abgestürzt. Gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Und ja, ist ein bisschen kürzer als sonst. Und wir machen auch gleich da hier weiter. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.